Hallo und willkommen bei Muskelwetter. So, Türchen Nummer 15. Türchen Nummer 15 ist hier unten links das zweite in der Ecke. Schauen wir mal rein. Und ihr seht schon, wenn ihr es schon geöffnet habt, ansonsten seht ihr das jetzt bei mir, ein wieder sehr, sehr helles Sämpelchen. Das muss aber ja nichts Schlechtes sein. Da schauen wir mal, was wir heute im Glas haben. Wir haben heute den Turovake Legacy Series Old Glean. Ist nach dem 2017 Legacy Series die zweite Abfüllung der Brennerei auf der Insel Skye, also eine neue Brennerei auf der Insel Skye. Produziert rauchigen Single Malt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Flasche ist berühmt geworden, wobei das war, glaube ich, der andere. Aber grundsätzlich die Flaschenform ist berühmt geworden durch dieses unten rund, oben eckig, drei Etiketten. Das macht den Preis. Wer das nicht kennt, das war damals, als der erste Torahwick auf den Markt kam, die Inaugural Releases, die sind ja immer ein bisschen gehypt und werden dann gerne auch mal teurer verkauft. Und ein sehr bekannter großer deutscher Onlinehandel hat ein Video zu ihm gedreht und hat versucht, den Preis zu rechtfertigen über die drei Etiketten, die dieser Whisky hat, die alle Geld kosten. Naja. Gut, ihr seht's, sehr, sehr hell. Das ist also maximal leicht gefärbtes Wasser von der Farbe. Dafür ist er in der Nase sofort präsent. Er hat eine sehr deutliche maritime Rauchnote. Bisschen kräutrig, kräftig. Reifung ist in First Fill und Refill Ex-Bourbon-Fässern. Abgefüllt ist der Whisky mit 46%. Und ja, ist ein junger, rauchiger Whisky. Der Old Glean kommt übrigens in Batches raus, soll sich daher mit den Jahren immer mal ein wenig verändern. Ich habe jetzt nur den hier. Aber ich glaube, ich habe da hinten noch irgendwo ein Sample von dem aktuellen Batch, aber das hole ich jetzt nicht raus. Also es ist kein hochkomplexer Whisky, er ist nicht sehr, sehr facettenreich, sondern es ist einfach ein junger, rauchiger Whisky, der Spaß macht, der einfach mal ein junger Wilder ist und zeigt, in welche Richtung es mit der Brennerei gehen soll. Ich finde es total spannend, gerade bei so jungen Brennereien, immer mal was zu probieren zwischendurch. Ich finde, da kann man so einen Weg in der Entwicklung schön mitgehen. Wenn ich vom Anfang immer mal wieder zwischendurch, ich muss nicht jede Abfüllung mitnehmen, aber wenn ich immer mal so zwischendurch die Abfüllungen probiere und dann merke, dass die älter werden, dass die reifer werden, dass die besser werden, und so den Werdegang der Brennerei im Prinzip miterlebe, was bei den ganzen alteingesessenen Brennereien, die das seit Hunderten von Jahren machen, eben nicht mehr geht. Zum Wohl. Im Geschmack ein ähnliches Muster, deutlicher Rauch. Ich habe so ein bisschen auch was von Teer, maritim, salzig, kräutrig. Es kommt noch eine leichte Holznote mit dazu, die aber nicht unangenehm ist, die nicht bitter ist. Ich habe ein bisschen Pfeffer, aber am ehesten wirklich so eine Teernote, vielleicht ein bisschen Holzkohle oder sowas. Der ist schön easy drinking, nicht komplex. Nicht zu stark, einfach schön in Trinkstärke abgefüllter, junger, rauchiger Whisky, der einem zeigt, was ein junger Raucher kann einerseits,
Das ist halt hier schön, dass man kann sich so ein bisschen auf die Rauchnote von Torrebeck konzentrieren. Es sind nicht viele andere Aromen da, die ablenken. Das kann man jetzt negativ auslegen, das kann man auch positiv auslegen. Wenn ich mit den neuen Abfüllungen Torrebeck kennenlernen möchte, dann ist natürlich total interessant, was für einen Rauch produzieren die, wenn die später rauchigen Whisky machen möchten. Also habe ich einen Whisky, wo der Fokus schon eher auf der Rauchigkeit liegt und kann mir dann ein schönes Bild davon machen. Ja, preislich liegt der Whisky aktuell so bei, ich glaube, 50 bis 60 Euro. Das ist meiner Meinung nach aktuell zu viel für ihn. Dafür bietet er zu wenig, dafür ist er noch zu jung. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Whisky und zeigt einen schönen Weg auf, wo es mit Torrebeck hingeht. Bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit noch so für Abfüllungen auf den Markt kommen. Ich hoffe vielleicht auch mal auf das ein oder andere Single Cask. Da ist der Christoph ein wenig am Arbeiten, der Brand Ambassador von Mossburn, aber ja, mal schauen. Wie gesagt, 50 bis 60 Euro wären mir nicht wert. Nichtsdestotrotz mag ich ihn ganz gerne, freue mich, dass ich ihn probieren kann und bin sehr gespannt, was ihr zu dem Sample sagt. Haut es mir gerne mal in die Kommentare, wie der euch gefällt und was ihr von Mossburn, von Torrebeck in den nächsten Monaten und Jahren erwartet. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und am besten schaltet ihr morgen wieder ein zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.